In diesem Video schauen wir uns mal die Brand Duschbrocken an, denn die machen auf Facebook relativ viel Werbung und was sie vor allem noch machen ist festes Shampoo und festes Duschgel in Form eben von Seifenblöcken und das finde ich sehr, sehr interessant, denn der Name ist Programm, es ist ein Duschbrocken. Und damit hi und herzlich willkommen, mein Name ist Benny und falls du mich und diesen Kanal hier noch nicht kennen solltest, wir suchen hier nach Strategien und Möglichkeiten, dein Marketing und auch deine Ads und dein Geldbeutel ein kleines bisschen aufzubessern und heute haben wir uns eben das Thema Inspiration rausgesucht mit dem Thema Duschbrocken bzw. mit der Brand Duschbrocken, die ja relativ oder beziehungsweise super viel Facebook-Ads schalten. Ich habe sie schon super oft eben auf Instagram gesehen und wir gucken uns mal an, was denn dahinter steckt und vor allem mit welchen Strategien sie arbeiten. Ich kommentiere das Ganze. Das heißt also, du kannst dich jetzt zurücklehnen und die Inspiration genießen. Und da sind wir auch schon auf der Webseite von Duschbrocken. Wir machen uns ganz kurz einen ersten Eindruck und als erstes wirkt das für mich super hell und freundlich und sie arbeiten auch mit ganz vielen Smileys, auch hier oben im Warenkorb. Und ohne jetzt wirklich ins Detail reinzugehen, ich habe hier schon ein Neukundenangebot entdeckt. Hier auch wieder die USPs und hier gleich verschiedene Artikel mit verschiedenen Geruchsrichtungen. Gucken wir uns auch gleich nochmal an. Ansonsten, das was ich immer erzähle, ist das Thema Story und auch Gründer mal die Kamera ins Gesicht halten. Das ist nämlich aus meiner Sicht eine der sympathischsten Sachen, die man machen kann. Denn gerade, was ist denn der Vorteil, wenn man so klein ist, beziehungsweise wenn man erst anfängt? Dann ist es so, man isst diese Brand und man lebt diese Brand und dann kann man ruhig mal genau solche Bilder auch mal posten, weil das einfach zu einem Startup dazugehört. Und Leute unterstützen gerne Startups und Leute unterstützen auch gerne Brands, die vielleicht noch nicht so groß sind. Denn wie gesagt, wenn das richtige Storytelling passiert und wenn auch wirklich die Story stimmt, dann ist das super cool. Und deswegen ist das hier wahrscheinlich auch ein Teil des Shops. Also erzählt mal eure Story von eurer Marke und präsentiert die wirklich auch mal auf der Startseite. Denn nicht erst bei 23 über uns Seiten und dann ganz unten rechts ist ein Bild von euch. Das bringt natürlich relativ wenig. Ich habe das teilweise sogar bei Custom Cat mit auf jede Produktseite draufgepackt. Gucken wir uns mal den Shop an, denn da geht es ja darum, wirklich hier eine Conversion zu erzielen. Und der Shop leitet uns gleich auf eine Collections-Page. Das heißt, also hier sehen wir auch wahrscheinlich gleich die verschiedenen Produktkategorien, die es gibt. Also einmal gibt es Set, dann gibt es einzelne Produkte, die hier drunter fungieren. Und hier unten drunter gibt es nochmal ein Upselling-Produkt, ein Sisal-Säckchen, wo man die reinpacken kann und eine Verpackung. Ich finde die Kommunikation von Duschbrocken ist super lustig. Also ich finde das echt saugut gemacht, dass man da einfach mit den Wörtern spielt. Und sowas, finde ich, kommt immer auch sehr, sehr gut bei den Kunden bei Facebook an. Müssen wir mal gucken, was die gleich machen. Also, Schaumschläger-Set. Wir gucken uns mal eins der Set an. Hier haben wir auch die Verpackung mit drin. Zumindest verstehe ich das so. Und dann schauen wir mal, was es hier gibt. Es gibt hier verschiedene Kombis. Das ist ganz geil, weil dann kann ich mir das ja nämlich selbst auswählen und gleich das passende Produktfoto dazu. Jetzt wollten wir nochmal das Neukundenangebot anschauen, denn das haben wir hier vorne drin. Das ist hier, ich kann die gleich kaufen, okay, ich will das aber vielleicht nicht gleich kaufen, vielleicht haben wir auch einfach, genau das wollte ich, das ist mir eher lieb, weil ich persönlich nochmal gerne was lesen möchte. Und auch hier wieder der ganz normale Klassiker, den wir auch damals schon bei Ehrlich hatten und auch schon bei Gutbag, die drei USPs, die hier eben drunter sind, 1 bis 2 Tage schnelle Lieferung, das ist natürlich ordentlich. Und hier unten haben wir wieder die Bewertungen, also vom Seitenaufbau, der klassische Seitenaufbau, den wir, glaube ich, bei Custom Cut auch eben hatten. Außer, dass wir hier eben nochmal Inhaltsstoffe mit haben. Finde ich aber auch sehr cool, dass man da so transparent ist. Denn ich glaube, ich weiß nicht, ob das bei vielen anderen Brands so ist. Aber ja, genau, das ist wie gesagt ein guter Punkt. Ansonsten würde mir hier jetzt noch die Gründergesichter fehlen, weil ich die eigentlich ganz cool finde. Beziehungsweise die Story dahinter. Aber wenn die hier eh schon groß präsentiert ist, why not? Da sind wir auch schon auf der Seite und jetzt gucken wir uns mal an, was wir für Ads finden. Also hier sehen wir wieder bei die beiden Gründergesichter, auch hier sehen wir bei den Gründergesichter. Das ist also eine Grundstrategie von denen. Finde ich super gut. Wie gesagt, mir gefällt sowas sehr gut. Und wir haben auch ältere Ads mit drin aus dem Juli, die also auch schon eine Zeit lang laufen. Das könnten sozusagen auch die Evergreen-Ads sein, die halt auch durchgehend laufen, bei denen die auch wirklich dauerhaft Kunden bringen. Das ist immer ganz geil, ein kleiner Hack, wenn ihr euch die Ads anschaut, die einfach schon länger laufen, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass es Ads sind, die echt gut funktionieren. Das heißt also, hier ist so, hier haben wir nochmal einzelne Produkte. Könnte durch einen Produktkatalog gelöst sein. Wir gucken uns aber gleich nochmal einzelne Ads an, die gerade noch auf aktiv sind. Also, gehen wir mal von oben durch. Eine Ad, die mir gleich ins Auge gestochen ist, ist die hier und da schauen wir uns jetzt gleich mal das Video an. Den großen Erfolg von
von Annette Limette im Sommer 2020 feiert unsere limitierte Sonderedition jetzt ihr Comeback. Genau, Annette Limette ist zurück in der Schaustation. Es riecht schon alles lecker nach Limette und Ingwer. Und dieses Mal sogar mit individueller Losnummer für das große Gewinnspiel. Das ist natürlich ein super smarter Move. Also erstmal, wie gesagt, die beiden Gründer stehen hier vor der Kamera. Er ist mir von der Haarfarbe auch sehr sympathisch. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Und auch hier wieder mit einem Untertitel. Es kann natürlich sein, dass der Untertitel hier mit dem Instagram Swipe-Up-Button irgendwie ein bisschen kollidiert. Aber ansonsten, nach dem großen Erfolg der Annette Limette im Sommer 2020, also man erzählt hier gerade von einem Erfolg, den man schon hatte, die war anscheinend limitiert und ist jetzt weg. Das ist immer eine super Idee, um eben nochmal diesen Need oder beziehungsweise diesen Produktfokus hier in den Vordergrund zu setzen und sagen, hey, es geht hier darum, ein Produkt, das es nicht mehr so oft gibt und das schon mal extrem stark ausverkauft war im Jahr 2020, das ist jetzt zurück und wenn ihr es kauft, dann nehmt ihr auch noch an einem am Gewinnspiel teil. Es ist streng limitiert, also auch die Kommunikation ist sehr, sehr klar und man hat nämlich noch einen Vorteil, man nimmt einfach an einem Gewinnspiel teil und das finde ich super, super gut, dass man da eben super viele Sachen reinbringt, es sympathisch kommuniziert und eben hier mit einem sehr, sehr einfachen Video. Also dieses Video könnt ihr easy mit Canva erstellen und auch das ganze Video dauert keine 20 Minuten, was wirklich im Kasten ist und ihr braucht das Produkt, ihr braucht euch als Gründer und das könnt ihr genauso machen. Super gute Sache, Duschbrocken, ganz großes Kompliment an diese Kampagne, finde ich sehr, sehr cool. Das ist halt irgendwie easy zu machen, also das ist auch mit Canva absolut möglich, so ein Video zu machen, kleine Sprechblase, die aufbabbelt, dann kommt da einen kleinen Animationstext mit rein und damit haben wir eigentlich wirklich schon viel geschafft, denn das könnte zum Beispiel eine gute Retargeting-Ad sein für die Leute, die alle dieses Video gesehen haben, die wollen sich nochmal dran erinnern. Ach ja, stimmt, da war ja die Annette Limette, der kleine Duschbrocken. Finde ich super witzig, dass sie auch die Duschbrocken personalisieren, dass sie also denen einen Namen geben, weil Namen prägen sich einfach deutlich besser ein. Wie gesagt, ich bin eigentlich kein Mensch, der Brands in den Himmel lobt, aber hier ist es wirklich eine gute und klare und strikte Kommunikation. Es geht hier um eine streng limitierte Edition im Sommer. Die Annette Limette, es ist personalisiert, es wird von den Gründern dargestellt. Ich weiß nicht, was man daran auszusetzen hat, also ich finde es eine super gute Sache und man kann sich eben sehr, sehr gut daran inspirieren, weil sowas könnt ihr auch mit eurer Brand machen und es ist hier, wie gesagt, Inspiration ist keine Kopie, ihr müsst ja eben keine Duschbrocken euch darstellen, sondern ihr könnt ja eure eigenen Produkte machen. Scrollen wir mal ein bisschen weiter runter und schauen uns mal dieses Video an. Klare Kommunikation, es geht hier um vegan hergestellte Seifen, also auch der Opener, den finde ich jetzt wirklich, ja, den Opener hätte man bestimmt noch ein bisschen besser machen können. Wie gesagt, die ersten 3 Sekunden bei dem Video sind explizit wichtig. Man sieht natürlich hier eine Frau von hinten, das ist vielleicht ein Opener, den man noch ein bisschen weiter nach vorne hätte schieben können. Ansonsten geht es hier auch wirklich nochmal um die USPs, also unten steht nochmal da vegan, ersetzt 2 Plastikflaschen und eben jetzt bestellen. Das sind sozusagen unsere, einmal die beiden USPs hier oben, oder die drei USPs und da geht es wirklich mal darum, klar zu kommunizieren. Könnte eine Neukundenkampagne sein, könnte eine Interaktionskampagne sein. Das ist letztendlich gerade am Anfang, wenn ihr zum Beispiel super gute Facts habt, für Neukunden sehr, sehr informativ oder sehr, sehr hilfreich, hier nochmal hinzuschreiben, alles klar, mit unseren 2-in-1 Duschbrocken für Haut und Haare ersetzt du jeweils 2 Plastikflaschen. Sehr, sehr spannendes Thema, das hier nochmal zu kommunizieren. Gucken wir uns mal dieses Video an. Alle gesehen habt, nutzen Dennis und ich mittlerweile ein festes Duschgel und auch Shampoo. Das heißt 2-in-1. Sind super, super praktisch, nachhaltig. Und ihr bekommt bei dem Schaumschläger-Set nicht nur diese 3 Duschbrocken, sondern auch eine Verpackung, in dem ihr euren Duschbrocken aufbewahren könnt. Mega praktisch. Ja, probiert es doch gerne mal aus. Wir können Duschbrocken auf jeden Fall nur empfehlen. Und ja, viel Spaß beim Shoppen. Das Lustige ist, das ist jetzt eine Anzeige gewesen, die von Duschbrocken selbst gepostet wurde. Würde natürlich wahrscheinlich interessanter aussehen, wenn das von der Influencerin gepostet wurde. Ich weiß es aber nicht, das können wir jetzt gerade nicht einsehen. Das heißt also, ich schätze mal, das ist eine Influencerin, die hier ihr das Produkt präsentiert. Ich weiß zwar nicht, warum sie sagt, wie ihr gerade gesehen habt. Ich weiß, es könnte sein, dass das eine Double-Running-Ad ist. Das heißt also, die
läuft nach diesem Video an alle Leute, die dieses Video zum Beispiel gesehen hat. Das ist eine relativ interessante Strategie, das so zu machen. Das heißt also, erst sieht man dieses Video, schaut sich das zur Hälfte oder zu Dreiviertel an und genau an diese Personen geht genau dieses Video ran und die sagt, wie ihr gerade gesehen habt. Das heißt, sie catcht genau dieses Erlebnis nochmal auf oder beziehungsweise oder nimmt das auf und verwandelt das Ganze nochmal, die erklären es in einen kleinen Review. Eine relativ spannende Strategie. Also das könnte man mal definitiv ausprobieren, selbst. Wichtig dabei ist es auch nochmal darauf zu achten, das hier ist auch eine Ad, die darum geht, sich sofort etwas zu kaufen. Wenn hier noch nichts passiert, dann auch hier. Das heißt also hier keine Videokampagne draus machen, vielleicht eine Interaktionskampagne oder ich würde immer eine grundlegende Conversion-Kampagne draus machen. Ich schätze mal, das ist in beiden Fällen so. Gucken wir nochmal ein bisschen weiter. Das sind eher die Neukundenangebote, wo ich gesagt habe, die könnte man, glaube ich, für Duschbrocken ganz gut, beziehungsweise die sieht man auf dem, die habe ich ganz oft gesehen auf dem, auf deren Facebook-Ads und die sind auch sehr, sehr oft bei mir ausgeliefert worden. Und du weißt nicht, welche Sorte du zuerst probieren solltest. Das ist ein Hook, der darauf hinweist, dass es eine Ad ist, die fürs Retargeting ist. Das heißt also, hier ist es so, dass man im ersten Ad bisschen was sparen kann. Das heißt 10% Rabatt und kostenloser Versand. Gucken wir mal, was das hier für eine Kampagne ist. Okay, das ist die Kampagne, die leitet auf die Startseite. Kommt ein bisschen drauf an, was man natürlich auf der Startseite selbst platziert. Wenn man eben dieses Neukundenangebot direkt auf der Startseite hat, dann ist es natürlich perfekt. Ansonsten spannender finde ich, also spannender als genau diese Ad ist noch die hier. Wie gesagt, das hier ist auch eine super interessante Ad. Das könnte eine Re-Engagement-Kampagne bzw. eine Retargeting-Kampagne sein, um zu überzeugen für Leute, die noch nicht gekauft haben. Also, Made in Baden-Württemberg, Dermatest sehr gut, danke an einzigartigen Formen, liegt sie angenehm in der Hand. Mir fällt schon das Sprechen schwer. Hier wird mit Reviews gearbeitet, finde ich eine sehr, sehr interessante Herangehensweise, eben die vor allem in den Vordergrund zu rücken. Nach meiner Meinung ist das relativ schwierig zu lesen. Ich würde es vielleicht so machen, dass man im Hintergrund nochmal auch das Produkt sieht. Das heißt, es ist einfach über das Produkt, über was dort geschrieben wird, könnte man hier auch nochmal selbst schreiben. Ansonsten eine super gute Ad, um sich selber nochmal zu überzeugen. Mit Reviews kann man sehr, sehr viel Spaß haben. Ich werde dazu nochmal eigene Videos machen. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine Ad, die man super gut auch bei sich selbst ausprobieren kann, wenn man schon Reviews hat. Und zu guter Letzt schauen wir uns nochmal dieses Video hier an. Also bei diesem Video ist es relativ spannend, denn hier hat man ein super easy Stock-Video genommen und hat das Ganze einfach in Story-Format mit den verschiedenen Produkten, die man eben anbietet, ganz easy kommuniziert. Verschiedene Produkten, Carlos Kokos, Frieda Früchtchen und Maxi Minz. Man weiß natürlich, wie es geschmeckt ist, also eine smarte Produktbenennung ist natürlich auch mit am Start. Und wie gesagt, Duschbrocken ist hier auch nochmal mit den verschiedenen USPs reingegangen. Verpackung, darf ins Handgepäck, eben nochmal auf das Thema Urlaub einzugehen, der perfekte Reisebegleiter. Das sind genau die Ads, wo ich sage, die zielen dann auf verschiedene Zielgruppen ab. Ich meine, jeder braucht irgendwie Duschprodukte, aber die Frage ist, wie kommuniziert man es an welche Zielgruppen? Das heißt also hier zum Beispiel Leute, die vielleicht gleich in Urlaub fahren oder bald in Urlaub fahren oder Urlaub gebucht haben oder Reise gesucht haben oder ähnliche Sachen. Das ist alles hier in dem Fall möglich gewesen und es ist eine ganz, ganz einfache Ad. Sowas sollte man auf jeden Fall für sich selbst mal ausprobieren, zu sagen, ich suche mir eine gewisse Zielgruppe aus und gestalte eine einfache Ad. Und eine einfache Ad ist relativ schnell gestaltet. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht. Es werden noch viele, viele weitere Videos dazu kommen. Ich benutze zum Beispiel immer Canva und auch die ganzen Sachen, die man hier benutzt hat, die man hier gemacht hat, kann man aus meiner Sicht alle mit Canva erstellen. Eine sehr, sehr gute Plattform, um eben Creatives zu erstellen. Aber wie gesagt, schaut euch das mal auf jeden Fall an. Ist für mich eine Brand, die ihr Marketing auf jeden Fall im Griff hat. Und ich bin inspiriert. Ich gehe jetzt auf jeden Fall heute wieder mit neuen Ideen raus. Was ich nochmal zusammenfassen kann oder beziehungsweise was ich nochmal zusammenfassen möchte, ist, wir haben hier einmal eine super interessante Brand. Ich gehe davon aus, dass das ein Stacking ist von verschiedenen Videos. Das kann man ausprobieren. Also ein erstes Video gesehen, dann sieht man das zweite Video. Und dann haben wir auch noch ein Angebot, das streng limitiert ist, mit eben der Annette Limette, das mit zusätzlich bei einem Gewinnspiel teilnimmt. Das heißt also, hier sieht man die beiden Gründer. Das finde ich eine super Idee. Und was wir noch machen, beziehungsweise was wir uns noch angeguckt haben, ist eine einfache Retargeting-Option, beziehungsweise
eben nur solange der Vorrat reicht. Diese klare Kommunikation, dass es wirklich stark limitiert ist. Wenn es wirklich so ist, dann könnt ihr das natürlich auch kommunizieren. Bitte macht nicht so, beziehungsweise ich finde das immer so ein bisschen dirty, wenn man kommuniziert, dass es stark limitiert ist, wenn es nicht stark limitiert ist. Ich sehe das zum Beispiel bei manchen Stores, die Print-on-Demand-Produkte anbieten. Finde ich ein bisschen peinlich, wenn man da sowas macht, aber gut. Ansonsten haben wir auch gesehen, vorne ein tolles Karussell mit, wir hatten es hier, mit Reviews. Sehr, sehr schöne Idee, das auch so zu gestalten. Klar, diese Farbe spricht er natürlich auch an. Und was wir noch eben auch hatten, ist ein Video, das eine gewisse Zielgruppe auch anspricht. Also ein Video, das einfach zu gestalten ist und das eine gewisse Zielgruppe eben zum Beispiel eben Reisende anspricht. Das haben wir uns heute alles angeguckt und was, wie gesagt, was immer der klare Winner ist, es sind ganz, ganz oft einfach die klare Kommunikation, es ist auch das Creative, das hier im Vordergrund steht, es ist die Brand, die im Vordergrund steht und es sind auch die Gründer, die im Vordergrund stehen. Das heißt also, hier könnt ihr euch echt gut dran inspirieren. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt und wenn ihr mehr von diesen Ads sehen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Und wenn ihr mehr von Duschbocken sehen wollt und wenn ich dann nochmal nachfragen soll, was sie genauso machen oder vielleicht ein Interview mit dem Ads-Verantwortlichen zu machen, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen. Mich würde es mega freuen. Und ansonsten sehen wir uns bald wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.